Er hat heute noch einmal seine große Rolle, der scheidende Vize Mike Pence. Der US-Kongress bestätigt offiziell das Wahlergebnis, das Biden zum Sieger der US-Wahlen erklärt. Das formale Siegel, das den Weg zur Amtsübergabe freimacht. Die Stimmen für den Präsidenten der Vereinigten Staaten sehen so aus. Joe Biden aus Delaware bekam 306 Stimmen. Donald Trump aus Florida 232 Stimmen. Und Donald Trump verspricht zumindest in einem jüngsten Statement ein geordnetes Prozedere. Obwohl ich dem Ergebnis der Wahl überhaupt nicht zustimme, lässt er über eine Journalistin twittern und die Tatsachen bestätigen mich, wird es trotz allem eine ordentliche Amtsübergabe am 20. Januar geben. Zuvor hatten sich beispiellose Szenen vor und im US-Kongress abgespielt, Stunden voller Chaos und Gewalt. It is a sad day in America. Von einem traurigen, einem dunklen Tag sprechen einige Abgeordnete. Fassungslos reagieren auch viele Parteifreunde von Trump auf diese schockierenden Bilder. Ein Aufstand sei das, vom Präsidenten selbst angestiftet, so mit Romney etwa. Now we gather. Wir sind hier wegen des verletzten Stolzes eines selbstsüchtigen Mannes und der Wut seiner Anhänger, die er absichtlich in den vergangenen zwei Monaten desinformiert und aufgewiegelt hat. Immer mehr kehren dem US-Präsidenten den Rücken. So etwa erklärte jetzt die Stabschefin und Sprecherin der First Lady, Stephanie Grisham, ihren Rücktritt. Offensichtlich hat Trumps jüngstes Verhalten und das seiner Anhänger das Fass zum Überlaufen gebracht. Kein Schläger, kein Mob, keine Drohungen können uns von diesen Hallen fernhalten. Hatten noch einige Republikaner vorab angekündigt, Einspruch gegen die Ergebnisse aus mehreren Bundesstaaten einzulegen, bröckelt der Rückhalt selbst bei der republikanischen Senatorin von Georgia. Die heutigen Ereignisse haben mich gezwungen, noch einmal nachzudenken, und ich kann jetzt nicht mehr mit gutem Gewissen Einspruch erheben gegen das Ergebnis der Wähler. Der Ruf nach einem Impeachment-Verfahren wird laut, noch in Trumps letzten Amtstagen. Die Abgeordnete Omar etwa fordert, Donald Trump sollte vom Repräsentantenhaus seines Amtes enthoben und vom US-Senat aus dem Dienst entlassen werden. Wir können ihm nicht erlauben, weiterhin im Amt zu bleiben. Es ist zum Schutz unserer Republik. Auch Trumps Vorgänger Barack Obama sieht in Donald Trump den Anstifter der Gewalt. In einer Erklärung spricht er von einem Moment der großen Schande und Scham. Es sei keine Überraschung, denn Trumps Anhänger hätten ein gewaltsames Crescendo angepeitscht. Jetzt läge es an den Republikanern, das Feuer endlich zu löschen.